Patienten, die an einem Nierentumor erkrankt sind, wird in der Regel eine operative Entfernung des Tumors empfohlen. Während früher die tumortragende Niere häufig ganz entfernt werden musste, wird in den letzten Jahren zunehmend die organerhaltende Operation, bei der nur der Tumor entfernt wird, die Niere aber erhalten werden kann, empfohlen. Diese Operation kann als offen chirurgisches Verfahren, neuerdings aber auch mit Hilfe von minimalinvasiven Techniken durchgeführt werden. In der Asklepios-Klinik Altona in Hamburg wird die minimalinvasive Nierentumorentfernung als Standardtherapie angeboten. Besonders schonend ist dabei der sogenannte retroperitoneoskopische Operationszugang, ein OP-Zugang, bei dem die Operation über die Flanke erfolgt und nur 3 bis 4 kleinste Schnitte notwendig sind. Diese minimalinvasive Technik führt erwiesenermaßen zu einer sicheren Tumorentfernung und kombiniert die Vorteile eines sehr schonenden Operationsverfahrens. Im OP-Saal wird der Patient in Vollnarkose auf der Seite liegend sicher gelagert. Das Operationsteam, bestehend aus 2 Ärzten und 2 Operationsschwestern, arbeitet mit hochspezialisierten Instrumenten und einer hochauflösenden digitalen Endokamera. Hierdurch ist eine exzellente Sicht als Voraussetzung für sicheres und präzises Operieren gewährleistet. Nachdem die 4 Operationszugänge durch Mini-Inzisionen eingebracht wurden, werden die Blutgefäße der Niere aufgesucht und freipräpariert, da die Arterie, das blutzuführende Gefäß, später bei der Tumorentfernung im Sinne einer Blutsperre abgeklemmt werden muss. Im nächsten Operationsschritt wird der Tumor aufgesucht und von umgebendem Fettgewebe befreit. Anhand der im OP vorliegenden und eingespielten Röntgenbilder des Tumors werden die Grenzen des Tumors präzise bestimmt, sodass eine sichere Entfernung ermöglicht wird. Gelegentlich wird dies durch eine in der Operation ausgeführte zusätzliche Ultraschalluntersuchung mittels Miniatursonde ergänzt. Es wird nun eine Blutsperre, auch warme Ischämie genannt, angelegt. Dieses erfolgt durch eine Miniaturklemme, die auf die Nierenarterie gesetzt wird und diese vorübergehend verschließt. Hierdurch wird gewährleistet, dass der Tumor unter perfekter Sicht ohne Blutung sicher und präzise entfernt werden kann. Nach der Tumorexzision muss der Defekt der Niere vernäht werden. Hierzu wird eine eigens an unserer Klinik entwickelte doppelte Nahttechnik angewandt. In einem ersten Schritt wird eine fortlaufende Naht am Grund der Resektionsstelle platziert, die eröffnete Blutgefäße sicher verschließt. Die Besonderheit dieser Naht ist die Verwendung eines selbsthaltenden Fadens, der sich ohne jegliche Hilfsmittel oder zeitaufwendiges Knoten im Gewebe festhält. Auch für die folgende, zweite Naht wird dieser spezielle Faden verwendet. In diesem Operationsschritt werden nun die Ränder des Nierengewebes aneinandergebracht und in den Defekt ein blutstillendes Gazetüchlein eingelegt. Hiernach wird nun die Blutsperre durch Entfernung der Miniklemme aufgehoben. Durch die Kombination der doppelten selbsthaltenden Naht und der blutstillenden Gase ist eine gute Kompression der Operationsstelle und damit eine sichere Blutstillung gewährleistet. Es wird abschließend der Tumor über einen Bergebeutel entfernt und eine Wunddrainage eingelegt. Schlussendlich werden die Mini-Inzisionen durch selbstauflösende Nähte vernäht und mit einem Wundverband versehen. Durch die gezeigte hochstandardisierte Technik kann eine sichere und schonende Operation für den Patienten gewährleistet werden.